Herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil unseres Duke 3D Atomic Edition Let's Plays hier beim Duke Burger, dem zweiten Level der vierten Episode. Da hinten fliegt eine Sau rum. Hier auch. Werden wir die alle mal runterholen. Und jetzt, wo wir die Level das erste Mal seit Jahren wieder aktiv sehen, dann kommt die Erinnerung langsam wieder zurück. Ich kann mich erinnern, dass ich bei dem Level, als ich das erste Mal gespielt habe, nicht weitergekommen bin, weil ich einfach den Weg nicht weitergefunden habe. Und dann habe ich da stundenlang gebraucht, bis ich weiterkam. Ich hoffe, im Let's Play geht uns das auch nicht so gut. Nachdem der Duke in der dritten Episode die Welt gerettet hat, wurde er natürlich zum nationalen Held, hat dafür auch seinen eigenen Burgerschuppen bekommen. Große Eröffnung ist nächste Woche, wie es hier an der Tür steht. Deswegen noch 0 Kunden absolviert, dafür aber genug Pickups. So, Pipebomb. Ich nehme mal an, die frischen Zutaten für den Burger sind alle in diesen radioaktiven Fässern. Bevor wir reingehen, schauen wir uns draußen noch ein bisschen um. Ich will jetzt mal ein bisschen Munition sparen. Oh. Vielleicht sollte man den Plan mit Munition sparen gleich mal ein bisschen auf Eis legen, wenn es noch ein bisschen derber hier wird. Aber im Moment geht's ja noch. Nehmen wir uns halt die Steroide auch mit. Ach so, geht gar nicht. Wir haben noch im Gepäck. Da hinten war doch Energie, oder? Den nehme ich mir gleich mal. Sehr schön. Und vielleicht greifen wir trotzdem mal zur Shotgun. Da war noch so ein Fliegerding und ich glaube, ja, ich habe es leider richtig erkannt. Ihr habt vielleicht einen kurzen Augenblick gesehen. Da hinten steht ein Panzer. In der vierten Episode können unsere Ferkelchen nämlich auch mit einem Panzer rumfahren. Und ich glaube, die haben einiges ausgehalten. Und hatten ein tödliches Maschinengewehr. Wie ich gerade erinnert wurde. So, stirb, Ferkel. Gibt's in der Gasse wenigstens irgendwas? Ja, Munition, na super. Schauen wir mal auf die Security Cam. Okay, das Innenleben des Duke Burgers scheint noch nicht ganz fertig eingerichtet. Dafür gibt's an der Theke schon die Slushies. Sehr schön. Hm, die Fleischverarbeitungsanlage. Zellenblöcke. Ich sehe einen Haufen Scheiße auf dem Boden. Naja, da scheint noch einiges auf uns zuzukommen. Oh, sehr schön. Ein Atomic Health am Drive-In-Schalter. Nehme ich gerne mit. Oh, noch mehr Fliegerferkel. Auch ihn holen wir auf den Boden der Tatsachen zurück. Schauen wir mal hier rein. Gibt's nichts. Schade. Ah, Nase juckt. Boah, Mist, Mist, Mist. Noch ein Panzer. Das passt mir gar nicht ins Konzept. Können wir den vielleicht ein bisschen freezen oder so? Weil ich würde gern meine Shotgun-Munition und Chaingun-Munition für eventuell andere Sachen aufheben. Wir haben es ja schon im ersten Level gesehen, die Munition ist knapp. SPCH, keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall gibt es keinen Eingang hier. Gut, jetzt haben wir den Duke Burger einmal umrundet. Kann man das hier aktivieren? Nein? Dann bestellen wir uns doch gleich mal was, oder? Geht das hier? Okay, die freundliche Stimme sagt, wir sollen uns verpissen, denn hier ist zu. Ah, ich wollte gerade sagen Secret, aber da müssen wir wohl hoch, nachdem es da die blaue Keycard gibt und noch einen Shrinker Expander. Schauen wir mal aufs Menü, was gibt es denn hier Schönes? Gesalzene Preise. Moment mal, ich drück noch mal drauf, weil da ging irgendwas auf. Ah, ich glaube, es war wirklich das Fach hier. Gut, dann können wir weiter. Geht's denn hier irgendwo rein? Oder müssen wir wirklich den Haupteingang nehmen? Ah, ich glaube, wir müssen den Haupteingang hier nehmen. Dann nutze ich mal die Gunst der Stunde für den Quicksave. Hallo, Freunde. Oh, nein, jetzt ging die Tür hinter mir zu. Nicht gut. Hallo, Ferkelchen.
Mann, Mann, noch nicht mal öffnet und es sieht schon wieder aus wie Sau hier. Energie, das trifft sich gut. Nehme ich immer mit. Noch ein paar Ferkel und Lizardman. Vielleicht erinnert ihr euch aus den ersten drei Episoden, die orangen Lizardmans hier, die können sich teleportieren. Muss man also ein bisschen aufpassen. So, sterb. Oh, da gibt's ja schon ein Takeout hier. No way, I'm eating this shit. Da muss selbst der Duke sagen, dass er so eine Scheiße nicht frisst. Hallo, Schleim? Alien-Schleim? Vielleicht da oben? Jawohl, habe ich noch schon gesehen. Also Slushies zum selber mitnehmen gibt's keine. Der Freund ist noch eingesperrt, so ist recht. Schauen wir noch mal, was es Schönes gibt. Und da sind schon ein paar Burger fertig. Und eine Pipebomb, okay. Wow, keine Explosion, die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Genauso wenig wie die Ferkelchen hier. Ich hole mir noch mal schnell die Energie. Oh, Freezer-Ammo, sehr schön. Hier war doch irgendwo Energie, genau. Und da war auch ein Freezer. Cool, cool. Nehmen wir uns alles mit. Irgendwer schießt auf uns. Das ist, glaube ich, der Kasperkopf da, ne? Hier geht's raus. Okay, das war das Drive-In-Schalterchen. Das wird wahrscheinlich nur Licht sein. Jawohl. Gut, dann schauen wir auf die Toiletten. Ich habe so das Gefühl, hier gibt es vielleicht eine Schalterkombination zu lösen. Oder auch nicht. Vielleicht ist wirklich nur das Licht. Okay, hier geht's nach draußen. Wieder mal kein Anschluss unter dieser Nummer. Think smaller. Glaube... Oh nein. Glaube, das soll ein Hinweis an uns sein. Ich nehme nochmal den guten alten Freund Freezer. Oh, widerliches Geräusch. Gut. Ja, ich nehme mal an, wir müssen da rein. Gut. Think smaller, genau. Wer sich erinnern kann, bei Duke, da prallen ja die Projektile des Shrinkers und Freezers am Spiegel ab. Das heißt, wir können uns selber schrumpfen und dann schauen wir mal da rein. Oh, 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 aber bitte nicht zertreten lassen von den Viechern. Das wäre ungünstig. Oh, Mist, Mist, Mist. Hier ist gerade ein bisschen die Hölle los. Und jetzt treffe ich auch nichts. Wow. Stirb. Zum Glück hat man noch ein bisschen Medkit wenigstens. Ah, sehr schön. Okay. Hier sind wir wieder an der Theke. Ah, hier gibt's Burger. Burger? Ich meine natürlich Pommes. Sehr schön. Die Lavasoße gegrillt und die Pommes scheinen wohl Würmer zu sein. Aber immerhin... Die Arbeiter müssen sich die Hände waschen. Na, ist doch besser als nichts. Ohne Schenkern, sehr schön. Na denn, ich glaube, es ist mal Zeit für einen Quicksave. So, Freunde, hier brauchen wir rote Kika. Alien-Schleim. Ich hasse ihn. Jetzt haben wir auch leider keine... Ammo mehr für die normale Waffe, für die Zweier. Ah, Freunde. Ammo für Expander, sehr schön. Vielleicht kann ich den dann gleich mal demonstrieren. An ihm jetzt nicht, der kam zu plötzlich. Und da ist er auch schon, die rote Kika. Das ist ja sehr schön. Gibt es hier vielleicht noch ein Secret? Ah, ein Schalter. Frage, was bringt uns der? Okay, den Freezer da oben. Sehr, 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 sehr schön. Ansonsten, ich schaue mal in die Kamera, ob es dieselbe ist wie die andere. Jawohl, haben sie sich keine großen Mühen gegeben. Wo geht's denn hier rein, Freunde? Nirgends. Da ist abgeschlossen. Gut, dann... Hallo, Pickköpfchen. Lecker. Wow! Das war unverhofft. Also... Respekt, mit einem Schuss hat er uns exekutiert. Das olle Ferkel. Dann spielen wir ein Stück nochmal schnell. Sollte ja kein Problem sein. Also nehmen wir nochmal Expander Muni, Shotgun, öffnen. Nochmal das
Secret, du dumme Sau. Da lebt noch einer. Fass es nicht. So, jetzt mal Klappe zu, ne? Gut, das war's schon. Das heißt, wir können die Tür aufmachen und ich mach gleich mal einen Quicksave, dass uns sowas nicht nochmal passiert. Die Sau hat sich halt direkt hinter der Tür versteckt. Sau wieder mal im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ich merke schon, es zieht von der Stufe vom Schwierigkeitsgrad mehr an als die original drei Episoden. Scheiße. Nur noch 19 Energiepunkte. Können wir nicht aufmachen? Der Grund liegt hier. Frage: Soll ich für den Devastator mein Leben riskieren? Bei aller Liebe, meine Freunde, ich tue es nicht. Okay, noch ein Problem beseitigt. Nehmen wir lieber die Chain Gun. Scheiße, jetzt muss man wirklich auf unsere Energie aufpassen. Ich möchte nicht sterben. Hallo? Wer da? Ich glaube... Ich sehe da einen Pickup! Und ich glaube, ich habe Energie gesehen. Wenn wir den jetzt kalt machen können, ne? Ach, Junge. Stirb doch endlich. Nee, war leider keine Energie. Habe ich mich verguckt. Deswegen nochmal ein Quicksave. Nobody messes with my meat. Mhm. Das Geheimnis der Duke Burger. Von wegen Pferdefleisch. Die guten Stücke kommen immer noch vom Hund. Leute. Ich hab Angst. Da liegt überall Scheiße. Ich will nicht auf Scheiße ausrutschen. Niam. Ich bräuchte wirklich dringendst Energie. Ah, okay. Jetzt weiß ich, für was diese Zwingerzellen da sind. Für die Hunde. Nicht etwa für die Angestellten, wie ich zuerst dachte. Okay, jetzt habe ich echt ein Problem, wenn ich nicht bald ein bisschen Energie bekomme. Blöde Scheiße. Und das erklärt auch, warum hier so viel Scheiße rumliegt. Es kommt halt doch immer wieder eins zum anderen. Okay, an die RPG. Shit happens. Richtig, Juck! Oh nein. Oh nein! Ich hänge an der Tür fest. Komm, Leute, tut mir das nicht an. Scheiße, auch Projektile. Habe ich ganz vergessen. Ist halt alles ein bisschen blöd mit 6 Energiepunkten, ne? Aber den kriegen wir schon weg, den Kumpel. Ist er jetzt tot, oder? Okay, so kommt man auch in die Zwinger. Man kann sie einfach wegsprengen anscheinend. Ich habe den armen Scrappy auch gekillt. Es tut mir leid, Scrappy, ich wollte es nicht. Gut. Gibt's denn hier nirgends ein bisschen Energie? Ich muss jetzt leider hardcore quicksaven. Hier gibt's wirklich kein bisschen Health. Die Level-Designer sind echt miese Bastarde. Oh nein, nicht noch so ein Vieh. Das Problem ist, geben auch bald wieder die Ammo aus für die guten Waffen. Groovy. Society for the Preparation of Canaan Hamburger. Okay. Ammo für Devastator. Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Was habe ich geöffnet? Sag mal, ich habe irgendein Secret mit Energie geöffnet. Oh Mann, oh Mann. Hallöchen. Na, geht's gut da hinten? Sehr schön. Da ist das Ziel. Mach nochmal ein F6, dann gucke ich nochmal in die Cam. Okay, da ist wohl
Aussicht aufs nächste Level. Gibt's denn hier wirklich nicht noch ein bisschen Energie, Freunde? Oh, ich glaube, die killen mich, wenn ich auf die Straße rausgehe. Ich nehme auch nicht an, dass draußen auf der Straße jetzt noch irgendwas Tolles ist. Deswegen drücke ich jetzt trotzdem mal aufs rote Knöpfchen und beende diese Tortur. Ich hoffe, wir kommen mit 6 Energiepunkten im nächsten Level weiter. 3 Secrets nicht gefunden, aber das war abzusehen, wenn man das Spiel schon gut 15 Jahre nicht mehr gespielt hat. Wir sehen uns im nächsten Level. Genau, in Schoppenberg. Dem verrückten Einkaufszentrum. Bis dann.